Moin Freunde, was geht ab? Euer Jack am Start. Ja, ich weiß, das Intro kommt euch vielleicht bekannt vor. Nichtsdestotrotz, heute ICR abgejackt. Und gleich vorweg, es ist nicht das beste Gameplay. Ich mag die Waffe überhaupt nicht. Und deswegen, bitte seid gnädig, wenn ihr hier zuguckt. Achtet hier vielleicht mehr auf die Fakten und versucht was daraus zu lernen. So, kommen wir zum Schaden. Der Schaden ist 30, 29, 22. Warum man auf mittlere Distanz um einen Schadenspunkt runtergeht, fragt mich nicht. Twittert Wanda an und fragt ihn, warum, ich weiß es nicht. Total verwirrend. Und ja, die Vierschussreichweite beträgt aber nur 19 Meter. Dazu kommen wir dann eben gleich zu dieser Rechnung, wie viele Schüsse man zum Abschuss braucht. Das sind 4 bis 5 Treffer, aber normalerweise sind es dann doch 5. Und das ist halt wirklich super, super ärgerlich, weil die Reichweite ist echt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Und die Kombination aus schlechter Reichweite und wenig Schaden macht die Waffe nicht gerade berauschend. Und der Headshot-Multiplayer ist auch absolut gewöhnlich. 1,1. Natürlich auch hier ohne Großkaliber. Das heißt, auf Headshots gehen bringt mit der Waffe auch nicht. Selbst nur 3 Headshots machst hintereinander. Der Gegner wird das überleben. 99 ist dann maximale Schadenspunkte. Da reicht eine Flash, der ist down. Schuss pro Minute ist 600, das ist auch super langsam. Und ich frage mich wirklich, was sie sich dabei gedacht haben, weil wenig Schaden, dann wenig Reichweite. Sie schießt langsam. Also da frage ich mich wirklich so, ja, wo ist der Sinn dieser Waffe? Aber nun gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Magazingröße 30 und mit Extended Max natürlich 42. Auch hier absolut nichts Besonderes. Und ich habe wirklich viel nachgeguckt, viel recherchiert. Ob da irgendwelche geheimen Features drin sind, wo man sagen kann, irgendwas muss sie doch wirklich geil haben. Und ja, irgendwie nicht. Bis auf, ja, das Kim und Korn sind natürlich perfekt. Also da braucht ihr auf jeden Fall, ihr braucht kein LV, kein Rotpunkt, kein gar nichts. Spielt mit dem Standard Kim und Korn, weil so wie das ist, ist es wirklich richtig gut. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Punkt mit dem Rückstoß. Das ist natürlich dann das herausstechendste an dieser Waffe. Der Rückstoß ist der niedrigste im kompletten Spiel, also niedriger als alle anderen. Sogar, also man kann sagen, mit der XR2 fast gleich auf, weil die XR2 noch minimal mehr Rückstoß hat. Also wirklich überragend. Gibt nur ein leichtes Links-Rechts-Shaken, aber es ist okay. Hüftfeuer ist absolut durchschnittlich. Und ich dachte, gut, wenn die so schwach ist, vielleicht kann sie aus der Hüfte gut schießen. Kann sie nicht. Das heißt, sowas wie Laser würde ich euch auch nicht empfehlen bei einem Sturmgewehr, weil einfach die anderen Faktoren viel, viel zu schlecht sind. Und, sorry, das Aim-Down-Zeit, das heißt, das Anvisieren ist 250. Das ist so wie bei allen anderen Sturmgewehren nicht wirklich gut, auch nicht wirklich schlecht. Absoluter Durchschnitt. Ja, schnell ziehen könnte sich lohnen. Muss aber auch nicht wirklich. Der nächste Punkt wäre dann das Nachladen. Das Nachladen ist 2,03 Sekunden. Das ist zumindest schnell. Aber wenn man bedenkt, dass andere Waffen auch relativ schnell nachladen, wie die XA2, wie die KN, dann sticht es auch nicht so wirklich hervor. Es ist aber generell schnell, 2 Sekunden. Der Wallbang-Schaden ist mittel, auch da nichts Besonderes, natürlich mit Vollmantelgeschoss geht dann noch mehr, dann ist es hoch, aber naja, nicht so wilder Wallbang-Schaden. Ja, wir sehen uns langsam am Ende des Videos und noch ein kleiner Sidefact. Diese Waffe von den Stats her ist sehr ähnlich der Waffe aus MW3, der M4A1, A4, ich weiß gerade gar nicht, aber auf jeden Fall der M4, bloß dass sie halt nicht wirklich die Einsteigerwaffe ist, weil man sie nicht sofort hat. Was ich nicht so ganz verstehe, hätte man ruhig als erste Waffe nehmen können anstatt IKN, denn am Anfang vom Spiel hat man auch gemerkt, viele Leute spielen damit, weil die halt relativ simpel ist. Ja, Empfehlung. Was sollte man mit der Waffe anfangen? Was sollte man unbedingt drauf tun? Ja, Schaft, um das, die Bewegung mit dem Sturmgewehr natürlich zu maximieren. Und langer Lauf. Mehr ist es aber auch nicht. Ihr braucht keinen Griff, ihr braucht kein Schnellziehen, ihr braucht gar nichts davon. Das ist eine Waffe, das ist vielleicht ihr Vorteil, wenn ich mal so nachdenke drüber. Das ist so der Vorteil, den sie hat, dass man die Waffe wirklich fast nackt spielen kann. Und man nur diese, ich sag mal, nur diese zwei Aufsätze braucht. Man kann natürlich noch Rapid Fire drauf tun, das wäre auch nicht schlecht. Wird es ein bisschen verbessern, das Ganze. Aber das Problem ist, alles, was ihr drauf tut, kommt nur auf das Niveau von anderen Waffen heran.
Und ja, das ist natürlich dann das Affige. Das ist eine Waffe, wenn du sagst, du brauchst viel Ausrüstung, viele Perks und hast kaum Platz für Aufsätze, dann vielleicht dann doch die ICR nehmen. In diesem Sinne, das war's mit Upgejackt, mit der ICR. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was lernen. Und ja, meine Empfehlung, spielt diese Waffe nicht. Spielt sie einfach nicht. Danke. Und der Family Donate, den lasst natürlich drin. Peace!